Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich dir gerne einen Adventskalender vorstellen, wo ich euch keinen Wert für ausrechnen muss, weil das ist einfach unbezahlbar. Und zwar geht es um den 24-Gute-Taten-Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hinter jedem dieser Kläppchen verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Man zahlt 24 Euro für diesen Adventskalender und in jedem Kläppchen verbirgt sich ein Projekt. Und jedes dieser Projekte wird durch deine Spende einmal umgesetzt. Und ich finde diesen Adventskalender einfach herzlich, kaufe ihn schon seit Jahren. Also ich habe den tatsächlich zugeschickt bekommen. Und hier habe ich auch meinen, den ich selber bestellt habe. Und ich finde, das ist auch der perfekte Adventskalender, den man halt so kaufen kann oder verschenken kann, sage ich mal, für Menschen, die sich eigentlich gar nicht so wirklich wünschen und die einfach rundum zufrieden sind und sagen, ach Mensch, ich brauche nichts. So für Eltern ist das zum Beispiel perfekt. Und ja, jeden Tag eine herzerwärmende Geschichte im Prinzip. Und ich möchte das super gerne unterstützen und den auch dieses Jahr wieder auf diesem Kanal vorstellen. Und deswegen schauen wir einfach mal, was dieses Schätzelein zu bieten hat. Ihr habt schon gesehen, es kommt in diesem sehr schmalen Briefumschlag zu einem nach Hause, weil man den ja auch zusammengeklappt bekommt. Man muss dazu einfach hier nur in der Mitte dieses Ding hochklappen, um das Ganze zu stabilisieren, weil eigentlich ist der halt glatt wie eine Flunder. Und genau, dann kann man das hier oben einfach umklappen. Und dann steht der, also das ist halt auch super dekorativ, ne? Genau, so. Ja, so viel Hard Facts zum Anfang. Ne? Das ist alles sehr schön gestaltet. Gibt es auch, glaube ich, als digitale Variante und auch für Firmen, dass man da irgendwie ein Logo draufdrucken kann. Vielleicht so als Info für nächstes Jahr oder so. Ja, ich möchte mit euch mal zusammen reinschauen. Die Projekte werden auch wirklich immer sehr sinnvoll ausgewählt. Ne? Also da wird aus, ich glaube, über 240 Projekten ausgewählt. Wir starten am 1. Dezember mit 4,5 Stunden Schutz eines kasachischen Wildesels durch GPS. Das ist auch süß. 4,5 Stunden Schutz eines kasachischen... Okay. Warum haben die irgendwelche Probleme? Das ist natürlich auch immer die Sache, dass man quasi... ja, wahrscheinlich stehen unter Naturschutz, Claudi, ne? Dass man dann in der Weihnachtszeit auch auf der 24gutetaten.de Instagram-Seite immer ein bisschen mehr Hintergrundinfo noch bekommen kann. Ich war zum Beispiel auch letztes Jahr ein Kläppchen. Und ja, jetzt machen wir mal weiter. So, der 2. Dezember, den haben wir hier. 150 Gramm Lebensmittel für bedürftige Seniorinnen in Bayerisch-Schwaben. Das ist hier in Deutschland. 150 Gramm Lebensmittel für 1 Euro im Prinzip, ne? Das ist schon krass. Das ist echt krass. Ja, das Leid ist tatsächlich manchmal näher, als man denkt, leider, ne? Der 3. Dezember ist jetzt hier oben. Eine Teilbehandlung für Unversicherte in Deutschland. Gibt es Unversicherte? Das ist ja krass. Ich hätte gedacht, dass eigentlich so jeder von uns im Prinzip ja auch eine Krankenversicherung hat. Ach, sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Okay, hier haben wir die Nummer 4. Und mit diesem Adventskalender lernst du natürlich auch noch ein bisschen was über die Welt, ne? Sammeln von 1 Kilo Ozeanplastik auf den Philippinen. Ja, also Plastik ist tatsächlich echt eine Sache für sich. Ich sehe es ja selber, ne? Ich habe ja auch sehr viel Konsum auf diesem Kanal. Und natürlich denkt man auch nach und versucht dann halt auch irgendwie zu unterstützen, dass es dann den Meeren besser geht oder halt irgendwie so an kleinen Dingen aufzupassen, da nachhaltiger zu sein, was ich dann halt vor allem so im Lebensmittelbereich oder so machen kann oder so generell, ne, Haus kaufen und nicht neu bauen und sowas halt alles. Der 5. Dezember, den habe ich hier. 9 Minuten Sprach- und Fußballtraining für ein Kind in Deutschland. Also sehr viele deutsche Projekte sind auch dieses Mal mit dabei, was einem auch ein Stück weit zeigt, wie groß das Leid im eigenen Land eigentlich auch ist, ne? Dass es sehr viele Menschen gibt, denen es halt nicht so gut geht und die man halt wenigstens mit sowas unterstützen kann. Es gibt ja auch irgendwie solche Adventskalender von Seniorenheimen oder von Instituten, die... ja, auch mit Seniorenheim oder mit Kinderheim auch zusammenarbeiten, ne? Dass es dann so einen Baum gibt und dann macht man halt quasi mehr oder weniger anonym sowas, ne? Das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, das ist sehr, sehr schön. Okay, dann gehen wir jetzt mal zum Nikolaustag, zum 6. Dezember, wenn ich ihn denn dann finde. Wo ist er denn? Da, genau, den habe ich hier oben.
Und da haben wir 2 Minuten Versorgung aus Seenot geretteter Menschen im Mittelmeer. Das wird auch immer mehr Thema, ne? Das ist halt leider so. Den Leuten geht es schlecht und das Mittelmeer ist halt dann auch irgendwo so ein Stück weit die Transportstrecke mehr oder weniger. Und das ist schon krass. Ja. Das ist hart. Okay, die Nummer 7 haben wir hier unten dann als nächstes Kläppchen. So, ihr habt es noch gar nicht gesehen, glaube ich, wie ich die aufmache, ne? Ein halber Tag Patrouille zum Schutz von Gorillas im Kongo. Ja, die werden auch echt gejagt, ne? Das ist total crazy. Und wenn man da Menschen unterstützen kann, vor allem ein halber Tag, kostet tatsächlich 1 Euro. Das ist schon heftig, ne? Ja. Es ist ja immer so, wenn jeder auch nur ein kleines bisschen macht, dann wird die Welt ein bisschen schöner. Das ist einfach so. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. 9 Minuten Übersetzung in Gebärdensprache für gehörlose Kinder in Peru. Das ist echt, ja. Ich bin so dankbar, wirklich immer wieder, wenn ich auch solche Sachen lese und sehe, dass wir das ultimative Geschenk bekommen haben, dass wir ein gesundes Kind bekommen haben, dass wir ein gesundes Kind geboren haben und dass es ihm gut geht. Das ist nicht selbstverständlich. Das wird einem durch sowas auch immer wieder vor Augen geführt, ne? So, dann schauen wir mal, worüber wir uns in der Nummer 9 freuen dürfen. Ein Tag Versorgung für eine Seniorin in Tansania. Zieh dir das mal rein. Ein Tag, 1 Euro. Das ist krass. Das ist echt krass. Ja, aber, ne? Von Herzen gerne, Leute. In der Nummer 10 wird es mit einem Herzensprojekt weitergehen. 10 Minuten medizinische Mutter-Kind-Betreuung in Afghanistan. Ja, dort ist auf jeden Fall sehr viel Leid unterwegs, ne? Dann gehen wir jetzt mal zum 11. Dezember und schauen, was sich dort verbirgt. Eine Woche Alphabetisierung für einen Menschen in Ost-Burkina Faso. Eine Woche. Das ist Wahnsinn. Das ist, also was man halt wirklich mit so kleinen Beträgen machen kann, finde ich einfach auch immer wieder überwältigend, ne? Am 12. Dezember zur Halbzeit haben wir 15 Quadratmeter Torfmoor-Regenwald renaturiert auf Borneo. Das ist auch schön. Vor allem finde ich auch immer wichtig, dass man dann auch, Sammy schüttelt sich, dass man dann auch irgendwie mitbekommt, dass das Ganze nachhaltig ist und was die Projekte bewirkt haben. Und auch das finden wir auf der Instagram-Homepage von 24gutetaten.de. Ne? Und da bin ich ja damals auch nur durch Zufall drauf gestoßen, weil ich auch so eine Adventskalender-Zusammenkunft quasi hatte, oder so einen Adventskalender haben wir selber gemacht im Advent mit ein paar YouTubern. Und da hatte ich den 24gutetaten.de Adventskalender auch entdeckt. Nun, die Nummer 13 habe ich jetzt hier oben. Auch das ist ein medizinisches Projekt. 5 Minuten mobiles Krankenhaus für einen Menschen in Bangladesch. Sowas ist so wichtig, ne? Weil die Menschen können ja nicht überall hinkommen. Die sind ja auch in dem Sinne nicht so mobil. Die kommen, also das funktioniert nicht so wie bei uns hier, ne? Das ist schon ein bisschen was anderes. Die Nummer 14 habe ich hier. 1 Minute Erfassung des Tierbestandes im brasilianischen Regenwald. Oh wow, das stelle ich mir auch wirklich als sehr komplizierten Job vor. Und ich glaube aber tatsächlich, dass es auch sehr, sehr wichtig ist. Also, dass wir auch weiterhin angucken, wie sich der Tierbestand verändert und wie auch immer, dass man da einfach auch ein Auge drauf hat, ne? Weil durch den Klimawandel und so passiert halt sehr viel, leider, Negatives. So, den 15. Dezember habe ich jetzt hier. 5 Minuten Weiterbildung für KakaofarmerInnen in Indonesien. Sowas ist auch wichtig, dass die sich halt auch weiterbilden dürfen, dass vielleicht, ja, Farming einfacher gemacht werden kann, Farming auch wirtschaftlicher gemacht werden kann, dass die dann halt mit dem mehr verdienen können, was sie halt machen, ne? Was ich auch sehr, sehr gut finde. Also so stelle ich mir das halt quasi als Weiterbildung vor, einfach zeitgenössischer. Dann habe ich den 16. Dezember 3 Minuten Tagebucharbeit für ein belastetes Schulkind in Deutschland. Ja, Depression ist wirklich ein Riesenthema, ne? Also ich glaube, dass die Generation Alpha, nee, Generation Z, auch ziemlich belastet ist mit den ganzen Spätfolgen von Corona und so. Also das ist echt krass. Also dementsprechend ist es auch sehr, sehr wichtig. Ja, definitiv. Also, krass.
Einfach krass. Okay, jetzt sind wir eine Woche vor Heiligabend und ich suche mir jetzt gerade den 17. Dezember hier raus. Den habe ich hier jetzt gefunden. 10 Minuten Gedächtnistraining für SchuhputzerInnen in Bolivien. Ach was. Okay. Gedächtnistraining. Okay. Sagt mir jetzt, also Gedächtnistraining sagt mir was, klar, aber ich mir sagt nicht diese Geschichte was, dass SchuhputzerInnen in Bolivien ein Gedächtnistraining bräuchten. Ich verstehe den Zusammenhang halt noch nicht, ne? Den werde ich dann am 17. Dezember auf der Instagram-Homepage erfahren, auf jeden Fall. Gut, in der Weihnachtswoche sind wir jetzt angekommen, 18. Dezember. Ein Kubikmeter Lagerfläche für die Ernte einer Bauernfamilie in Bangladesch. Okay, ja, Lagerfläche ist gar nicht mal so günstig, das stimmt wohl, ne? Und wenn man damit entsprechend supporten kann, ist das sehr, sehr wichtig. Dann gehen wir weiter zum 19. Dezember. Da habe ich 5 Minuten psychosoziale Hilfe für Kinder in Kongo-Kinshasa. Den ist sehr viel Leid zugefügt worden, weil dort ist natürlich auch Kriegsgebiet. Und ich glaube, für Kinder ist das Ganze echt nochmal eine ganz andere Herausforderung als für Erwachsene. Gerade wenn du überlegst, dass du auch in so einem Gebiet aufwächst und dass du einfach nichts anderes kennst, dann ist sowas so wichtig, ne? Boah. Okay, ja, weiter geht es jetzt hier mit dem 20. Dezember. 5 Minuten Leseförderung für ein Kind in Nicaragua. Ja, Lesen ist super wichtig. Also wer lesen, schreiben und rechnen kann, dem steht die Welt offen in Anführungsstrichen. Also der hat einfach viel, viel mehr Möglichkeiten, als wenn man es nicht kann, ne? Schauen wir in den 21. Dezember. 3 Minuten Rechtsbeistand im Kampf gegen Umweltzerstörung in Sumbiling. Ach, Sumbiling, das scheint ein asiatisches Land zu sein. Jedenfalls sind hier asiatische Personen drauf abgebildet. Und ja, das ist echt tatsächlich wahr, ne? Also es ist natürlich schön, wenn wir hier in Deutschland aufpassen und versuchen, alles Mögliche für die Umwelt halt zu machen oder das zu machen, was uns halt irgendwie möglich ist. Aber wenn dann halt andere Länder da sind, die es halt eben nicht tun und die dann vielleicht ein bisschen mehr in die Welt hineinpusten, dann ist es natürlich halt immer so ein bitterer Beigeschmack. Und wenn man da halt durch diesen Adventskalender unterstützen kann, von Herzen gerne, ne? Definitiv. So, ich gehe zum 22. Dezember, 2 Tage vor Heiligabend, und da haben wir 6 Monate Zugang zu sauberem Trinkwasser für ein Kind in Uganda. Und sowas finde ich immer hart, ne? Dass du mit einem einzigen Euro dafür sorgen kannst, dass ein Kind 6 Monate Zugang für sauberes Trinkwasser hat. Wir machen hier den Hahn auf, Wasser läuft. Läuft, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber in Uganda ist das natürlich eine ganz andere Geschichte, weil die da auch nicht diese Kläranlagen haben, nicht diese ganze Kanalisation und so weiter. Okay, dann schauen wir mal, was am Tag vor Heiligabend noch passiert. Und zwar habe ich hier den 23. Dezember 8 Minuten Berufsausbildung für geflüchtete Frauen in der Türkei. Gerne, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Und ja, ich denke, dass in der Türkei auch recht viele Geflüchtete ankommen, weil das ja auch ein relativ zentrales Land ist, beziehungsweise das, also die Türkei ist ja, glaube ich, dieses Bindeglied zwischen Asien und Europa, ne? Und Asien ist es doch, ne? Ja. Und dementsprechend sehen die Menschen dort halt auch die Chance, dann darüber nach Europa zu kommen. Und dementsprechend findet man dort auch viele Geflüchtete. Und dass da dann halt auch entsprechend gefördert wird, gerade die Frauen, ist wichtig, ne? Denn eine Frau hat in der Türkei nicht den Stellenwert, den es in Deutschland hat. Also gerade dann auch bei Geflüchteten. Ich glaube, dass es einfach super wichtig ist, um es mal so zu sagen. So, die Nummer 24 öffne ich jetzt. Es ist Heiligabend. Und da haben wir 2 Minuten Beratung, um obdachlose Kids von Berlins Straßen zu holen. Das finde ich so wichtig. Ich meine, ehrlich gesagt, also wer schon mal in Berlin war, der sieht, was da so abgeht und dass da halt so einiges abgeht. Und dass es unheimlich wichtig ist, die Leute halt aufzuklären und den Leuten halt auch zu vermitteln, dass sie gegebenenfalls an dem gesellschaftlichen Leben teilnehmen sollten, weil es ihnen dadurch besser gehen würde, ne? Und wenn man hiermit einfach unterstützt, dass da jemand sich hinsetzt und für 2 Minuten diese Beratung vornimmt, mache ich das sehr, sehr gerne. Und ich finde, es ist einfach auch sehr wichtig, auch die Jugend in die richtige Richtung
mit zu begleiten, ne? Und ja, es ist schon heftig. Es ist einfach heftig. Also was man mit diesem Adventskalender mit einfach mal 24 Euro bewirken kann, da wird einem warm ums Herz, aber gleichzeitig läuft einem auch ein eiskalter Schauer den Rücken runter, wenn man sich halt einfach darüber bewusst wird, wie viel Leid es in der Welt gibt. Und deswegen gibt es zum Beispiel ja auch diesen Kanal. Nicht, weil es Leid in der Welt gibt, nein, sondern weil es mir damals schlecht ging und weil ich einfach einen Rückzugsort für mich gebraucht habe, um abzuschalten und einfach mal die Welt Welt sein zu lassen und zu sagen, Mensch, ich habe hier einen Ruhepol, ich habe hier einfach mal die Möglichkeit, glücklich zu sein. Und ich hoffe, dass es euch allen auch so geht, also denen, die mir folgen, die diese Videos schauen, dass ich euch vielleicht so ein Stück weit Positivität vermitteln kann. Und das würde ich mir auf jeden Fall von Herzen wünschen. Wer ist das denn jetzt hier? Galeria Kaufhof, das muss doch jetzt echt nicht sein. Mensch, ja, genau. Und genau, ich hoffe, dass ich euch einfach auch was mit diesen Videos geben kann. Das sehe ich auch ein Stück weit als meine Aufgabe, ne? Vielleicht einfach ein Lächeln. Ein Lächeln am Tag von euch. Das wäre mir schon sehr, sehr wichtig. Das wäre mir sehr, 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 sehr viel wert. Und genau, das wollte ich halt nochmal an dieser Stelle erwähnt haben. Ich bedanke mich von Herzen bei allen, die durch den Adventskalender von 24 gute Taten eben diese 24 gute Taten unterstützen. Ich bedanke mich beim kompletten Team von 24gutetaten.de, dass sie überhaupt diesen Adventskalender auf die Beine wiedergestellt haben und diese Projekte halt realisieren und vor allem auch nachverfolgen und uns alle darüber halt informieren, was aus den Projekten wird und uns da einfach auf dem Laufenden halten. Ich finde es sehr cool und ja. Vielen Dank an euch fürs Zusehen und wenn es dir hier gefallen hat, dann wäre ein Däumchen ein Träumchen. Selbstverständlich ist dieser Adventskalender auch wieder in der Infobox verlinkt. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.